ich will nicht neben ihm laufen. Ja. 300 Watt im Schnitt. Scheiße, ich bin knietief drin. Keine anderen Leute laufen hier rum, bloß wir Verrückten. Du treffst mal! So, Frankenpedaleur ist bestens gerüstet heute. Safety first, mit Helm geht's auf die Piste. Und die Leute mit Helm und drum und dran. Ja, also man ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter und da muss man auch Obacht geben. Ne? Das ist Sturzgefahr ja. Und so. Wir haben für Jochen extra nur Knieschoner und Armschoner. Ja, ja. Kleine Handschonerchen. Aber das müssen wir ja nicht verraten. Also, man sieht sich gleich auf der Loipe. So, André, Fazit nach den ersten 100 Metern. Saugeil. Saugeil. Ich habe zwar ein bisschen das falsche Wachs auf die Skier, aber... Ja, Wachs wird überbewertet. Genau, jetzt geht's eh bergab. Herrlich hier. Herrlich. Ich bin hier hinter der Kamera, hallo. Ein bisschen vereist die Leute, aber sonst alles geil. Aber die Sonne scheint, blauer Himmel. Und Schnee haben wir. Ach ja, genau. Hier ist die Abfahrt. Ein Ochsenkopf. Aber die Langlaufski. Aber der Lift, wie sind die da hoch? Sind die da hochgelaufen? Ja, der Lift ist ja zu. Tourengeher. Ach so. Die haben doch Skifälle drauf. Schau. Ja. Ah, okay. Das ist ja geil. Das ist doch voll im Trend die letzten 5 Jahre. Oh Gott, der Hund. Tourengehen. Der Hund. Der André, der 1000-Sasser, hat schon wieder alle überholt und lässt mich hier zurück, den alten Mann im Schnee. Ja, also entweder wir fahren jetzt die Ringläufe einmal ringsrum und dann hoch oder wir fahren... Ja, hätte ich gesagt, oder? Ja. Okay. Einmal rum und dann machen wir was Neues. Perfekt, dann nehmen wir die Verbindungsläufe vorne am Start. Ja. Jetzt geht er auch hoch, oder? Das ist Neuland für mich, keine Ahnung. Im Zweifel Herdentrieb. Ach, Wolfhörner, wo die lang geht, oder? André wird auf der Überholspur. Die jungen Wilden. André kommt mir schon wieder entgegen, ey. Der ist schon einmal rum und kommt wieder zurück. Kurzer Zwischencheck. 1 Stunde 11, 9,1 Kilometer, Heartbeat 106, 300 Watt im Schnitt. Trittfrequenz 91. Frankenpedaleur hat alles dabei. Sturz auf der Bahn. Ach du Scheiße! Du trittst mal! Ah! Yeah! Scheiße!
Ja. Warte, warte. Irgendwie? Ich muss. Ja. Halt doch mal die Leute nicht beim Sport auf, André. Weil so Althandsport, was ich mache. Die nächste Abfahrt. Meine Skier laufen definitiv scheiße. Der André hat Teelichter eingebügelt. Die gehen wie die Sau. Bei mir geht gar nichts. Aber der ist ja schon weg da vorne. Unglaublich. Ich war bergab immer langsamer. Mit Hund. Ich wollte ja ein bisschen bremsen und da muss ich ja normalerweise mit einem Fuß auf der Spur. Ja. Und dann habe ich einfach die Bindung in die Leute so an die Seite rangedrückt, ja. Und hat es von alleine gebremst. Ah, ja, genau. Du hast ja mit der Bindungsbremse, nennt man das. Genau, wenn du nur so 1 oder 2 km/h Unterschied hast, dann geht das ganz gut. So, jetzt geht es bergab wieder. Da muss ich wieder abstoßen, dass ich überhaupt vorwärts komme. Stopp, warum? Stopp, weil? Ich muss mal warten, bis die da alle weg sind. Die dort, ja, weil du fährst da runter wie so ein Berserker. Berserker, aber echt. Ich brauche einen Motor noch bergab. Also wir müssen definitiv nachwachsen. Mach mal. Auf weil du hast ja pro Seite 30 Teelichter verwachst mit einem Bügeleisen. Okay, 40. Eins pro Seite. Der André hat tatsächlich die guten Teelichter verwachst. Oh ja, Achtung. Los geht's. Da hinten, wie er da wacht. Ja, zieht er da vorne. Unfassbar. Und ich kriech da hinterher. Krieg keinen Speed auf die Ski. 14,5. Und noch 2,3 untere Ringläufe. Verbindungsläufer schon. Läuft doch sogar. Ja. Jetzt machen wir deine Skier noch schnell. Am Berg. Am Berg ist er stark. Herr Frank Medaille. Aber nur am Berg. Einigermaßen. Im Flachen zieht er mal wieder davon. Ha, mit einem Ski in der Spur. Ich sehe den Sturz schon wieder. Ach, Scheiße. Ich wusste es. Nicht in England. Wir sind nicht in England. Ja, weil du als Geisterfahrer unterwegs bist. Keine Sau, die entgegenkommt. Die Überholspur. Am Einstieg standst du in einem Richtungshinweis. Ah. Also wir durften eigentlich nur in die Richtung, in die wir gelaufen sind. Ah, aber da sind dann einige falsch unterwegs auch, ne? Ja, wo ist denn da die Nordic Skiing Polizei? Die Langlaufpolizei? Ja, aber nichts passiert wieder. Ja. Ja, wachsen und futtern. Erste Runde komplettiert. Ah, wie komme ich jetzt da rüber? Eieiei. Oh, Frank Pedalo stellt sich an wie der erste Mensch. Ach du Kacke! Wo ist hier die Bremse?
Das ist der dritte Ableger heute. Ja, da ist aber auch keine Auslaufzone hier. Ja, wir müssen halt vorher bremsen. Oh, mein lieber Schwan, wo ist denn der hin? Der ist gleich über die Straße drüber geschossen. Nochmal. Guck dir das an. Der macht gleich weiter. Oh. Den Porsche und die Skier auf dem Dach. Aber wenn es nicht so. Eine Runde komplettiert. Fazit. Saugeil. Saugeil. Saugeil, Alter. Saugeil, sagt er. Nochmal 30 Kilometer. Ja. Mindestens. Ja, die runter machen wir es gar nicht. Die Schlussabfahrt, die war nicht schlecht von der Technik her. Allerdings die Auslaufzone und die Bremsung ist noch verbesserungswürdig. Aber wir arbeiten dran. Genau, magst du noch schneller die Ski dann? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir die jetzt wachsen. Okay. Weil in der Abfahrt rächt sich das dann. Völlig entspannt die Leute hier. Völlig entspannt. Das ist super. Also während der andere jetzt meine Ski wächst, ziehe ich mir jetzt eine Leberkäsehemme rein. Mit extra Bacon noch drauf. Ne, ist Leona und Leberkäse. Es gibt richtig Druck. Und Tinte auf dem Füller. Das ist ein Magnethalter. Allerdings schaut es ziemlich durchgebogen aus. Er hat ja das, glaube ich, bloß 130 oder so fahren als Höchstgeschwindigkeit. Sonst machen die Skier einen Abflug auf der Autobahn. Schwupp, dann war es das mit Langlaufen. Aber macht sich gut auf dem Porsche. Was ist ein BTCO? Ist das Abkürzung für Bitcoin? Tatsächlich, Bitcoin. Der hat Bayreuth CO1, Bitcoin 1. Bitcoin Trader, Kryptowährung. So, also jetzt haben wir minus 2 plus 2. Ist okay, oder? Da liegen wir gut in der Spanne. So, jetzt auf die obere. Weißt du den Zugang? Da schau ich jetzt nach. Hast du den Zugangscode? Dem André, den reichen die 14 Kilometer nicht auf der unteren. Der muss noch die obere fahren und dann will er mich noch auf den Gipfel jagen. So, die obere Ringläufe erreicht. Die ist jetzt noch mal wie viel? 6 Kilometer. 6 Kilometer noch mal rum. Der Vorteil ist, je höher man ist, desto geringer ist der Umfang vom Berg. Desto kürzer die Strecke. Und dann noch einmal die wie Gipfelläufe auch noch. Was hat die? 2-3 Kilometer. 3. Die hat er auch noch vor, der André. 6,1 Kilometer. 6,1 die obere Ringläufe. Na gut, das schaffen wir jetzt auch noch. Das war mal eine Bank. Das sieht so groß, der Schnee hier ist. Ja. Ja, Wahnsinn. Nicht schlecht. Also auf geht's. Achtung Skipiste. 1,7 Kilometer. 1,7 hat die Gipfelläufe nur. Na ja, dann. Nein, bis zur Gipfelläufe. Ach, bis zur Gipfelläufe. Na ja, gut. Genau. Und dann gehen wir die Gipfelläufe einmal hoch und dann wieder runter, weil das ist eine Sackgasse. Ja. Und dann fahren wir den Rest von der Ringläufe. Den Rest? So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier gefahrlos die Piste kreuzen können. Was ist das hier? Die Südabfahrt müsste das sein. Oder? Ah, ich habe keinen Plan. Völlig orientierungslos, fragen wir da leer. Lost in the snow. Ein Winterwunderland hier. Voll genial. Wie ein Märchen hier. Sensationell.
Ja, ja, da sieht man wieder die Sprinter und die Kletterer. Du Sauhund! Ah, da geht's tief runter. Schein. Ah, Mist. Scheiße, ich bin knietief drin hier. Nicht so einfach. Frankenpedaleur Explores. Hoffentlich ist der renoviert worden hier. Ah! Yeah! Hello! Ich grüße meine Untertanen! Ich könnte jetzt wieder in meine Fußstapfen treten. Boah, Scheiße! Bleib so! Mir bleibt nichts anderes übrig! Die Ringloipe, das hier. Ja, aber da steht ja auch Gipfelloipe rechts, aber keine Kilometerangabe. Boah, Scheiße, jetzt haut es mir auch in den Graben hier. 3,8. Das erste Mal hier. Ja. Guck mal das bloß im Internet an. André, ich hab gedacht, du hast dich vorbereitet. Ich kenne mich ja nicht aus, ich bin schon alt und klapperig. Du musst mich führen, mein Zivi. Uiuiui, da ist sogar Ambulanz hier unterwegs. Warte, ich höre dich. Boah, hier stinkt doch Diesel. Ach, zum Schild? Ach so. Moment, junger Palawan. Da steht nix. Ist das hier Rodelbahn? Ah, toll. So Gipfelläufe bedeutet, dass man berghoch muss. Also zum Gipfel. So viele Höhenmeter mache ich ja nicht einmal beim Radfahren. Hoch zum Gipfel. Zum Gipfelkreuz. Oh. Ich hab schon einen Krampf im rechten Fuß. Na, die Abfahrt wird lustig, du mein lieber Scholli. Da gibt's wieder Stunts. Ach du Schande. Schon so ein kleiner Hubbel macht mir schon Probleme da. Die Skier fahren dahin, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Rettungsfahrzeug, Bergwacht, schaut nicht gut aus. Das werde ich dann später anrufen. In der Frankenpedaleur völlig zerbröselt, unten Licht am Auto. Auf, da fehlt dem André ein bisschen die Technik. Die er bergab hat, hat er bergauf nicht. Da punktet der Frankenpedaleur wieder. Das schaut auch interessant aus. Ich nehme das zurück mit den Punkten. Ich hab's drauf! Ich hab's drauf! Ich meine auf Video! Nee! Jochen, du bist im Fernsehen! Super.
Ich lass dich vor. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bitte. Dresse Mattfahrtsfieber. Naja, ich nicht so. Ach du Scheiße. Oh my goodness. So, jetzt mit die Langlaufschuhe da links runter. Oh, schnell noch, bevor der Schlitten kommt. Und hinein! Yippie! Ja, flippst du die Gosch ein. Säuft dir das Wasser. Unfassbar. So, der Abfahrtskönig André wieder in seinem Element. Wie beim Radfahren. Bergab. So, wir sind jetzt wieder auf der unteren Ringläufe angelangt. Nach der Abfahrt von der oberen, wo es mir natürlich ganz unten wieder hingeschmissen hat. Jetzt geht der Weg zurück zum Parkplatz, da kommt nochmal die letzte Abfahrt. Ja, mal schauen, ob ich die unbeschadet überstehe. Und dann sehen wir uns unten wieder beim Auto. Hoffentlich noch unbeschadet und mit heilen Knochen. Jetzt nochmal, oh, da hat schon den ersten Hinsch gepfiffen. Ich will da freie Fahrt haben. Freie Fahrt für freie Langläufer. Genau. Der erste liegt schon hier. Also ich fahre nicht mehr in der Loipe. Okay. Allerdings brauche ich die gesamte Breite rechts der Loipe, um da heil runterzukommen. Das geht nicht, wenn die dauernde eiern. Aber so schaue ich aus. Nee, das stimmt nicht. Nicht? Okay. Nein, vor allem im Laufen. Was? Muss ich wirklich ehrlich sagen, du hast ja wirklich gute Lauftechnik. Das schaut total flüssig aus. Echt? Das ist, ich glaube, bei mir schaut das nicht so flüssig aus. Frag mal meine Muskeln, wie flüssig das ist. Aber in der Abfahrt schaue ich dann umso grottiger aus. Vor allem jetzt hier dann. Aber jetzt schauen wir es. Ja, keine. Na doch, hier gucken einige zu. Also, geht los. Es geht los, sagt er. Ah. Waren Sie vor, ich bin nicht der Schnellste. Aber manchmal schon, aber ungewollt. Wenn die Skier die Kontrolle über den Läufer haben. So, aus der Bahn der Frankenbadaler kommt. Er weiß nicht, wo es lang geht. Es könnte nach links gehen oder nach rechts. Ah, noch sieht's gut aus. Wie vermisse ich Stahlkanten? Naja, wo es geht. Es war vorhin schlimmer in der Loipe, da hast du richtig Fatt bekommen. Ah ja, okay. Alles gut. Heil, heil angekommen. Noch. Oh. Mit Telemark. Was ein geiler Tag heute. Ey, Wahnsinn. Mit Telemark-Landung. Geil. Ich habe nur Schnee hier reingebracht. Geil. Die eine Abfahrt, die ist immer schneller geworden, immer schneller. Und du warst in der Loipe und kannst nicht bremsen und nichts. Und dann kommt die Kurve nach links. Ich komme mit 90 Sachen. Ja, das ist der Griff hier. Ich komme mit mindestens 150, wenn nicht 200 da runter. Und habe nur geguckt, wo fällst du am weichsten. Weil die Kurve, die packst du nicht. Entweder geradeaus gehe ich am Baum oder rechts irgendwo in den Schnee rein. Ey. Ich bin mal gespannt, ob das drauf ist. Ich habe eigentlich gefilmt, aber wie ich dann aufgestanden bin, war die Kamera leer.
Also aus halt, nicht leer, ich bin leer. Allmächtig, ja, das war der Ochsenkopf. Untere Ringläufe, obere Ringläufe und das Highlight dann die Gipfel, Gipfelerstürmung. Gipfelläufe mit waghalsigen Abfahrten, die nahe, die Nahtoderfahrungen mit sich zogen. Ei, ei, ei. Das in meinem Alter, das mache ich nicht mehr. André, nee, ich fahre nur noch Schlitten dann. Ich mache das nicht mit so wackeligen Skiern da. Das ist, ein das ist ja. Ich nee. Baue dir Bremsen an deine Skier. Ja, unbedingt, die brauche ich auch. Na gut, das war's vom Ochsenkopf. Drückt alles, was ihr wollt. Ihr wisst schon hier, Glocke und was gibt's da noch? Und subscriben und. Daumen gibt's auch noch. Daumen hoch, runter, Mitte, egal. Bis zum nächsten Mal. Wieder auf dem Rad. Bye bye. Wow, shit. Nichts passiert, nur ganz normal bei mir. Geiles Teil, ey. Langsam, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Yeah.